Herzlich willkommen. Ich möchte dir die Geschichte der Quelle erzählen, die Entstehungsgeschichte. Es war 2005. Ich und ein guter Freund von mir haben in der Buchhandlung Weiermann gearbeitet, bei Hans-Jörg Weiermann. 2005 hat er die Buchhandlung verkauft. Danach hat ein Freund von mir gesagt, oh, so schade, wenn dieser Ort verschwinden würde. Wir könnten doch einen Treffpunkt kreieren oder einen Ort schaffen, wo sich Gleichgesinnte treffen können und zusammen philosophieren, austauschen und vieles mehr. Vielleicht mit einer Kaffeemaschine, Teemaschine und ein bisschen Kuchen, sodass wir uns treffen können da und alle da herkommen und ein bisschen zusammen austauschen. Das fand ich und auch Hans-Jörg Weiermann eine gute Idee. Und somit haben wir die Idee der Quelle begonnen zu visualisieren, darüber zu sprechen. Bald zeigte sich auch, dass wir eigentlich alle drei keine finanziellen großen Möglichkeiten haben. Deshalb habe ich meinen Vater damals gefragt, ob er womöglich vielleicht uns ein bisschen unter die Arme greifen kann, um diesen Treffpunkt zu finanzieren und uns zu helfen. Er fand das eine sehr gute Idee. Er sagte aber auch, schaut euch doch zuerst Räumlichkeiten an. Denn anhand von den Räumlichkeiten, je nachdem wie groß das sie sind, an welchem Ort sie in Bern liegen, anhand von dem könnt ihr ja nachher ein bisschen das Konzept ausarbeiten. Unsere Grundidee waren ja 2, 3, 4 Tische, Kaffee, Teemaschine, bisschen Kuchen. Das wäre so der Treffpunkt gewesen. Für mich war noch eine Möglichkeit da, einen zweiten Raum zu haben, wo man Therapien und Heilungen anbieten könnte. Und wenn der Raum nicht gebraucht wird von mir, hätten wir ihn vermieten wollen. Das war so die Grundidee der Quelle. Nachdem wir einige Monate die Räumlichkeiten in Bern angeschaut haben und ich schon einen Flug gebucht habe nach Indien, weil ich dachte, ich möchte noch einige Monate jetzt nach Indien reisen. Und auch mein Vater hatte eine Indienreise gebucht, weil er mit dem Fahrrad durch Indien reisen wollte. Haben wir plötzlich diesen Raum im Internet gesehen an der Museumstraße 10 im Kirchenfeldquartier in Bern. Hans-Jörg Weiermann, mein Vater und ich hatten die Möglichkeit, den Raum zu besichtigen. Und als wir alle reinkamen in diesen Raum, hatten wir Gänsehaut beim Eingang. Und dies war für uns ein Zeichen. Wir hatten die Räumlichkeiten noch gar nicht gesehen. Wir waren erst am Anfang und es waren auch 300 Quadratmeter. Also es war riesengroß. Eigentlich dachten wir so an 60, 70 Quadratmeter. Wir haben aber die Räume besichtigt und haben beantragt, in einem Schreiben musste man sich beantragen oder anfragen, ob man die Räume bekommen kann mit unserem Konzept. Wir haben dann, weil der Besitzer des Hauses Hans-Jörg Weiermann kannte, von der Buchhandlung her, durch fast Vitamin B, diese Räumlichkeiten bekommen. Doch der Raum war sehr, sehr groß. Also aus dieser 2, 3 Tischen und Kaffeemaschine und Teemaschine und ein bisschen Kuchen wurde ein Restaurant mit etwa 100 Quadratmeter und ich glaube 36 Plätze. Also wir haben wie ein Restaurant, das Siddhartha. Dann war im hinteren Bereich ein großer Raum mit 100 Quadratmeter und noch weiter hinten 3 kleine Räume, also Therapieräume, die wir alle innerhalb von 3 Monaten erbaut haben. Also wir haben 3 Monate lang Tag und Nacht gearbeitet. Ich, ein Freund, viele Freunde von mir und von einem Kollegen und von uns allen, von der Familie, sind alle helfen gekommen. Wir haben fast alles selber gemacht, Schreinerarbeiten, haben nicht zum Teil ausgelagert, aber auch selbst gemacht. Beim Strom mussten wir auch jemanden dazu ziehen und sonst haben wir fast alles mit Freunden erbaut. Dadurch, dass wir einen großen Saal hatten, der 100 Quadratmeter hatte, haben wir begonnen mit der Quelle, mit dem Seminarprogramm. Ich habe mir damals noch eine Liste gemacht, ich weiß noch in der Buchhandlung Weiermann, wo ganz viele bekannte Namen drauf standen und
von all den Büchern und den Bestsellern habe ich mir eine Liste gemacht, wer ich da aus der ganzen Welt am liebsten einladen würde, obwohl ich nie gedacht hätte, dass die meisten von denen überhaupt je kommen würden, weil wir ja eigentlich sehr klein sind. Diese Liste habe ich vor etwa ein, zwei Jahren wieder gefunden und ich muss ehrlich sagen, es waren fast alle da, die auf dieser Liste gestanden sind. Also weltbekannte Bestsellerautoren aus der ganzen Welt kamen in die Quelle in den letzten 12 Jahren. So ist die Quelle entstanden. Wir hatten eine Idee von einem Treffpunkt und plötzlich wurde ein großes Seminarzentrum draus. Es ist eines der größten Seminarzentren in Europa und es kamen weltweit wunderbare Menschen, Referenten, Heiler, Medien zu uns. Doch ohne dich und ohne euch wäre dies gar nie möglich gewesen. Denn als wir eröffnet haben, zur Eröffnung kamen über 500 Leute. Hans-Jörg Weiermann musste die Ansprache im Saal 3-mal wiederholen, weil so viele Leute gekommen sind und uns so unterstützt haben. Und dank den vielen Hundert und Tausenden von Menschen, die in den letzten 12 Jahren in die Quelle gekommen sind, war das überhaupt möglich, dass die Quelle lebt, dass die Quelle sprudelt, dass so viele Referenten und Referentinnen zu uns gekommen sind. Auch dank euch. Vielen Dank und bis bald. Alles Gute.